Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Dagegen oder dafür? Genauer: Wie kann die Fokussierung auf eigene Bedürfnisse das Leben und die Stimmung verbessern? Teil 4 von 4. In unserem letzten Teil möchte ich dir Beispiele aufzeigen, die das Positive in der Aussage betonen, hervorheben. Und das nur durch das kleine Wort für. Wenn du dich also auf deine eigenen Bedürfnisse konzentrierst, wirst du dir deine eigenen Gefühle, Wünsche und deines Wohlbefindens bewusster. Das ermöglicht es dir, besser auf dich selbst aufzupassen und Maßnahmen zu ergreifen, die dein Glück und deine Erfüllung fördern. Das kann folgende Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein und die Selbstfürsorge haben. Erstens: Verbesserte Stimmung. Die Befriedigung deiner Bedürfnisse kann direkt auf deine Stimmung wirken. Zum Beispiel, wenn du erkennst, dass das Bedürfnis nach sozialer Interaktion hast, kannst du Schritte unternehmen, um mehr soziale Kontakte zu pflegen, was zu einem glücklicheren und zufriedeneren Leben führen kann. Zweitens: Mehr Widerstandsfähigkeit und Bewältigungsfähigkeit. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse in den Fokus stellst, entwickelst du Resilienz und bessere Bewältigungsstrategien. Du erkennst deine Grenzen und kannst besser mit Herausforderungen umgehen und dich von Rückschlägen erholen. Drittens: Höhere Motivation und Produktivität. Die Erfüllung deiner Bedürfnisse kann dich motivierter und energiegeladener fühlen lassen. Das Gefühl, deinen Bedürfnissen nachzugehen, verleiht deinem Leben Sinn und Zufriedenheit, was zu erhöhter Produktivität und mehr Erfolg in verschiedenen Bereichen führen kann. Viertens: Stärkere Beziehungen. Das Priorisieren deiner Bedürfnisse kann sich auch positiv auf deine Beziehung auswirken. Wenn du dir deiner eigenen Bedürfnisse bewusst bist und sie effektiv kommunizierst, kannst du gesündere Grenzen setzen, sinnvollere Beziehungen aufbauen und erfüllendere Beziehungen pflegen. Diese Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten und wie sich dies positiv auf dein allgemeines Wohlbefinden und dein Leben auswirken kann. Wie schon mein Urgroßvater Aristoteles bereits sagt: Menschen handeln so, was ihnen gut tut oder gut erscheint, aber nicht alles, was gut erscheint, ist gut. Das Zitat von Aristoteles ist so zu verstehen, dass der Mensch eine natürliche Neigung hat, das zu suchen, was gut für ihn ist und was ihn glücklich macht. Er, Aristoteles, geht davon aus, dass der Einzelne nach seinem eigenen Verständnis handelt, was nützlich und angenehm ist. Dieses Verständnis wird durch Erfahrungen, Erziehung und persönliche Werte geprägt. Im Wesentlichen unterstreicht das Zitat von Aristoteles die Idee, dass Menschen dazu getrieben werden, so zu handeln, wie sie es als vorteilhaft oder angenehm empfinden. Er betont jedoch auch, siehe zweiten Satz des Zitats, wie wichtig es ist, Tugenden zu kultivieren und das eigene Handeln an der Vernunft auszurichten, um wahres Wohlbefinden zu erreichen. Zu kompliziert? Okay, vielleicht etwas einfacher. Alles, was ein Mensch tut, tut er, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Einfach, oder? Wenn also jemand etwas gegen seine Angst tut oder tun soll, dann steht dem zum Beispiel Freude am Leben gegenüber. Also, was tust du zur Freude an deinem Leben? Was tust du, um das Bedürfnis nach Freude am Leben zu erfüllen? Wenn also jemand gefragt wird, was er gegen Stress macht, dann wäre die Frage, was machst du für deine Entspannung zielführender? Wenn also jemand gefragt wird, was er gegen diese Gewalt tut, wäre der Fokus mit der Formulierung, was tust du für Liebe oder Harmonie, auf die eigenen Bedürfnisse gerichtet. Und wir unterstützen so den Gedanken, dass keiner für meine Gefühle verantwortlich ist.
Das wird sich dann alles auf Dauer auf deine Stimmung und auf dein Leben auswirken. Und dann noch auf dein Umfeld, was nicht zu unterschätzen ist. Du weißt ja, sei du die Veränderung, und so Mahatma Gandhi. Weitere Beispiele für das Wort für besser verwendet werden kann, um Bedürfnisse auszudrücken, anstelle von gegen. Erstens, statt ich bin gegen Umweltverschmutzung, könntest du sagen, ich setze mich für den Umweltschutz ein. Zweitens, anstelle von ich bin gegen Armut, könntest du sagen, ich arbeite für soziale Gerechtigkeit. Statt ich bin gegen Diskriminierung, könntest du sagen, ich kämpfe für die Gleichberechtigung aller Menschen. Anstelle von ich bin gegen Hass, könntest du sagen, ich fördere die Liebe und die Toleranz. Statt ich bin gegen Ungerechtigkeit, könntest du sagen, ich setze mich für faire Bedingungen ein. Noch ein paar mehr. Ich bin nicht gegen Veränderung, sondern für persönliches Wachstum. Ich bin nicht gegen Kritik, sondern für konstruktive Diskussion. Ich bin nicht gegen Innovation, sondern für Fortschritt. Ich bin nicht gegen Vielfalt, sondern für Toleranz, Akzeptanz. Ich bin nicht gegen Herausforderung, sondern für persönliche Entwicklung. Ich bin nicht gegen die Meinungsfreiheit, sondern für respektvollen Austausch. Ich bin nicht gegen Tradition, sondern für kulturelle Vielfalt. Ich bin nicht gegen Unabhängigkeit, sondern für Zusammenarbeit. Diese Beispiele verdeutlichen, wie das Wort für verwendet werden kann, um positive Handlungen und Lösungen zu betonen, anstatt sich nur auf das Negative zu konzentrieren. Dies kann dazu beitragen, eine konstruktive Herangehensweise an Probleme und Bedürfnisse zu fördern. Hier einige Beispiele, die die Bedürfnisse oder Anliegen der letzten Generation in Bezug auf aktuelle Themen widerspiegeln könnten. Ich bin nicht gegen den technologischen Fortschritt, sondern für die bewusste Nutzung digitaler Medien. Ich bin nicht gegen den Klimawandel, sondern für den Schutz unserer Umwelt und nachhaltiges Handeln. Ich bin nicht gegen soziale Medien, sondern für echte zwischenmenschliche Beziehungen und Offline-Interaktionen. Ich bin nicht gegen den Wandel, sondern für den Erhalt unserer kulturellen Identität. Ich bin nicht gegen die Globalisierung, sondern für faire Handelsbedingungen und globale Gerechtigkeit. Diese Aussagen könnten dazu beitragen, die Bedenken und Prioritäten der letzten Generation in Bezug auf moderne Herausforderungen und Veränderungen zu verdeutlichen. Ein paar positive Perspektiven in Zeiten von Migration und internationaler Unterstützung. Ich bin nicht gegen die Migranten, ich bin für Integration und kulturellen Austausch. Ich bin nicht gegen die Migranten, ich bin für eine vielfältige Gesellschaft. Ich bin nicht gegen Unterstützung der Ukraine. Ich bin für den Frieden und internationale Zusammenarbeit. Ich bin nicht gegen Unterstützung der Ukraine. Ich bin für eine bessere Zukunft für alle. Diese Formulierungen betonen die positiven Aspekte und Ziele, die erreicht werden können, wenn wir uns auf das konzentrieren, wofür wir sind, anstatt uns auf das zu konzentrieren, wogegen wir sind. Eine Friedensaktivistin sagte einmal, Demo gegen Krieg? Nein, gehe ich nicht hin. Für den Frieden? Ja, bin ich dabei. Ich überlege immer, was ich für mein Wohlbefinden tun kann. Wenn man immer gegen etwas ist, schwächt das ungemein. Wer mag schon immer gegen etwas kämpfen? Diese Botschaft betont die Bedeutung der Ausrichtung auf positive Ziele und Bedürfnisse anstelle des Kampfes gegen Negatives. Diese Denkweise fördert nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern trägt auch zu einem
positiveren Lebensstil und einem harmonischeren Umfeld bei. In diesem Sinne, erkenne den qualitativen Unterschied und arbeite daran, deine Bedürfnisse auf positive Weise zu erfüllen. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibe mir gewogen, euer Georg Moratidis. Bis zum nächsten Mal.